Hallo zusammen, salve a tutti, hier ist er wieder. Der Physio hat gesagt, ich soll jetzt ruhig mal die Schulter so ein bisschen belasten. Und jetzt liegt hier mein rechter Arm, liegt hier auf dem Schreibtisch und berührt mit Mühe not mein Trackpad. Aber die Stimme ist ja da, deswegen sehe ich keinen Grund, warum ich nicht heute den Film machen soll. Ich mache am Mittwochmorgen einen für die Nasdaq, vielleicht auch noch einen DAO dazu. Da ich am Freitag weg bin, kommt der Wochenend-DAX am Donnerstagabend. Das nur mal so zur Info. Ansonsten, es gibt eine Sache, die man mittlerweile in irgendwelche Regelbücher schreiben kann. Ist der Schlegel weg, gibt's Wolla. Ich habe von verschiedenen Leuten gehört, guck mal, in dem und dem Chat schreiben sie auch, wenn der Schlegel nicht da ist, dann geht's ab. Dann ist Wolla, dann geht's hoch und runter, dann boxt der Papst im Kettenhemd. Es ist jedes Mal das Gleiche, ich krieg die Krise. Das ist so unfair. Aber ich möchte es mal so sagen, wenn jeder meiner Folger, da sind wir jetzt zwischen Facebook und YouTube, so irgendwo bei 10.000, jeden Tag 50 Cent spendet, dann bin ich auch mal ein Jahr weg. Dann habt ihr Wolla. Dann habt ihr einen Stress, ja, aber ihr habt auf jeden Fall Wolla. Das wäre was, ja. 50 Cent am Tag pro jeden. Ach, das wäre herrlich. Also überlegt es euch, ja. Ich bin für sowas sehr empfänglich. Ja. Es muss sich nur einigermaßen lohnen und es muss die Butter aufs Brot bringen. Gut, gucken wir mal hier. Wir haben hier den DAX und das Erste, was ich sehe, ist, wir sind aus diesem Trendkanal, sind wir raus. Mit dem heutigen Tag sind wir raus, der war ziemlich genau bei 13.500, je nachdem, wie spitz der Bleistift ist. Aber wir haben auf das 61er Retracement von dieser Bewegung hier, das war Ukraine-Einmarsch, bis zu dem Hoch bei fast 15.000, wir sind aber fast punktgenau auf das 61er Retracement gelaufen. Das ist definitiv eine Unterstützung. Jetzt hier momentan um 19.34 Uhr handeln wir bei 13.442. Und von daher, das ist eine recht wichtige Marke hier, ob sie hält oder nicht. Tja, wir kommen hier jeden Morgen rein und morgen hatten wir alle Angst vor dem Putin, was er gesagt hat. Ich fand, jetzt hat er nicht so viel gesagt, was er ihm irgendwie weiter hätte bringen können, dürfen, sollen, müssen. Hat sich mal, wie ich finde, ja noch einigermaßen benommen. Also zumindest keine Hiobsbotschaften gekommen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das haben wir nach wie vor jeden Tag. Das ist nicht vorbei. Das ist keine schnelle Sache. Das ist einfach nicht vorbei. Das wird noch dauern. Das wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten. Von der Technik her, die Bänder gehen ganz leicht auf. Aber das ist jetzt noch nicht so gravierend. Ja, das finde ich jetzt nicht so wild. Wir haben hier diesen oberen Trenddeckel von dem Kanal. Da sind wir, wo ist mein Wadenkreuz? Im Moment, heute hier und jetzt bei 14.333. Das ist die obere Begrenzung. Vorher gibt es eine 20-Tage-Linie, aber wir handeln eigentlich in einer relativ engen Range. Und vor dem Hintergrund, die ist jetzt bei 14.023, wird wahrscheinlich morgen unter der 14.000 sein, ist noch nichts Schlimmes. Das ist schon ein wichtiger Punkt hier. Wenn der nicht hält, dieses 61er-Tracement, habe ich zumindest, ich lasse mich da gern korrigieren vom Chart her, nur vom 8.3. den Schlusskurs bei 12.831. Das muss man sich einfach bewusst sein. Wir sind neutral bis leicht negativ über den Trendfolger und wir sind weiterhin negativ über den Oszillator. Da ist noch nichts zu holen. Da ist kein Dreh drin irgendwo. Das gibt es manchmal im 4-Stunden-Bereich oder im Stundenbereich gibt es das. Ja, deswegen sind halt auch die Bewegungen. Und ich werde bis Mittwoch nicht handeln, das nur zur Info, sind die manchmal sehr schnell. Ja, das hatten wir am Freitag, das war ja schon heftig. Da haben wir den 100 Punkten hoch, runter, hoch, runter. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht gehandelt habe, da hätte es mich hier und da auch erwischt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, die fand ich teilweise nicht nachvollziehbar. Und wenn ich sie schon nicht nachvollziehen kann, wie soll ich sie dann erahnen? Ich habe euch Scheine mitgebracht. Scheine. Die haben beide so ganz groben 20er Hebel. Beides Open-End-Scheine, in diesem Fall von der UniCredit. Der eine ist ein 12.800er Call. Da liegen wir unterhalb von dieser Kerze. Das ist eine Geschichte, das sind halt jetzt noch, was sind denn das, 640 Punkte Unterschied, aber das geht schon schnell beim DAX. Ja, das geht schnell, deswegen ist ein 20er Hebel, ein bisschen aufpassen. Wenn wir morgen wieder reinkommen in diesen Trend und ich kann sagen, dass das 61,8er gehalten hat und wir überbieten das heutige Höchstkurs, wo war denn das? Der heutige Höchstkurs war bei 13.692. Überbieten das mit Schlusskurs, dann gucke ich mir den ganz genau an. So möchte ich das mal formulieren.
Und wo sind jetzt hier die Scheine hin? Hier sind sie. Das ist die HB4C2U. HB4C2U. Als Put habe ich eingenommen. Der liegt zwar innerhalb von dem Kanal, aber deutlicher hinter der 20-Tage-Linie. Auch ein 20er Hebel. 14.125. Das ist die HB68BL. HB68BL. Der kommt für mich dann ins Spiel, wenn wir morgen ein weiteres Tief machen, wenn wir also unter das Tief von heute, unter diese 13.385 gehen, wenigstens mit einer Stundenkerze, aber das ist die Bedingung, sonst nicht, sonst man kann auch mal zuschauen. Was mir insgesamt auffällt, ist, dass wir doch schon recht gut halten, verglichen zum Beispiel mit dem Nasdaq. Der plumpste nur noch runter. Gerade eben sind wir hier bei 3,5% minus im Nasdaq und bei 1,81% minus im DAX. Ich finde, der DAX hält sich erstaunlich gut, muss ich sagen. Ja, da kann ich mich an andere Zeiten erinnern, dass wenn die Amis oder Nasdaq mal 3,5% minus gemacht haben, haben wir wenigstens 4 gemacht. Das ist momentan nicht der Fall. So gesehen finde ich den eigentlich gar nicht so schlecht. Grundsätzlich muss man hier immer mit einer Gegenbewegung rechnen und die kann auch sehr schnell kommen. Allerdings sehe ich die beim DAX weniger. Beim Nasdaq allerdings, der jetzt von ganz grob 13.500 verloren hat innerhalb von, was sind das, 20 Tagen auf 12.275, muss man damit rechnen. Und wenn der mal 1.000 Punkte steil geht, und das kann ja, das ist eine Geschichte von denen von 2 Tagen, dann legen wir hier auch 500, 600 Punkte zu. Das halte ich für sicher. Aber gut, was ist schon sicher an der Börse? Außer dass, wenn der Schlegel weg ist, dass Bewegung kommt. Ja, das ist sicher. Da können Sie ein Ei drauf packen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.